Schönen guten Abend, ich darf nochmal ganz offiziell begrüßen zur heutigen Gemeinderatssitzung. Darf die Beschlussfähigkeit feststellen und kommt zum Bericht des Bürgermeisters, den wir aufgrund dieser Sondersitzung relativ kurz halten werden. Darf vermelden, dass wie alle schon wissen, das Gemeinderatsmandat nicht angenommen wurde und für immer verzichtet wurde. Darf noch nachzurücken. Darf das bekannt geben, dass oder mich freuen, wenn am 11.8. ab 11 Uhr, am 8.11. oder also am 8.11. ab 11 Uhr möglichst viele teilnehmen bei der Eröffnung vom Kreisverkehr, Bahnhof und den ganzen Umbaumaßnahmen, die uns jetzt dort alle auf Trab gehalten haben und vor allem die Bevölkerung. Kommt ein Flugblatt demnächst, wo wir alle Menschen dann hoffentlich ansprechen und einladen werden. Das geht in Etappen. Ab 11 Uhr bis ca. 17 Uhr die Feierlichkeiten. Damit lasse ich den Bericht des Bürgermeisters heute auch schon gut sein und komme zur Fragestunde nach Paragraf 54. Gibt es eine Frage? Nein, nur eine Frage eigentlich an dich, Stefan. Jetzt hast du ja schon richtig gesagt, dass das eine Sondersitzung eigentlich heute ist. Jetzt haben wir aber 12 Tagesordnungspunkte trotzdem um. Glaubst du, dass es zeitgemäß ist, in einer 5.100-Gemeinde nur 4 Sitzungen im Jahr zu haben? Die 4 Sitzungen, die sind ja laut Sitzungsplan im Vorfeld vereinbart. Das heißt, das ist einmal die Grundausstattung, über die wir uns aus Fairnessgründen, damit jeder das in seiner Terminplanung einplanen kann, festlegt. Ja. Und das sind natürlich jederzeit. Das sind auch verpflichtend. Also ja, aber es ist ja jederzeit was anderes und wir haben ja heuer im Frühjahr auch schon noch eine gehabt, zusätzliche Gemeinderatssitzungen. Ja, das war einmal, weil der Kreisverkehr was zum Nachbeschließen war, einmal letztes Jahr, weil wir eine Nachtragsveranstaltung machen haben müssen. Ansonsten nicht. Ja, wir schauen natürlich aufgrund einiger Anspruchnahme. Ja, glaubst du, ist es zeitgemäß, in einer 5.100-Gemeinde nur 4 Sitzungen pro Jahr zu machen? Ja, wenn es ausreicht schon. Das sind aber die Sitzungen, die geplant sind. Also da kann ich sagen, dass das auf ewig so sein muss. Aber ich kann einmal nur also, ja. 4 planen. Das kann ich pauschal nicht beantworten. Es also, gibt Jahre, wo es passt. Wie du für notwendig findest du es Zeit? Ja, wieso? Die Sitzungstermine haben wir gemeinschaftlich festgelegt, jedes Jahr in der Dezember-Sitzung. Das hat es früher auch nicht gegeben. Früher sind die Gemeinderatssitzungen einfach immer ausgeschrieben worden, nach Bedarf. Und jetzt haben wir gesagt, damit wir wenigstens 4 Termine planen können, gibt es den Sitzungsplan fürs nächste Kalenderjahr. Man könnte auch 6 Termine planen. Ja, das ist kein Problem, brauchen wir nicht diskutieren, oder? Nehmen wir machen. Die Frage ist, wie oft wird ihr jetzt ankommen? Ich sitze gern da mit euch. Ja. Ich würde gerne mit dir haben. Danke. Brauchen wir noch hinter, oder? Bitte. Ich habe eine Frage an den Bürgermeister. Stefan, wie machen wir das in Zukunft, dass das nicht mehr passiert? Die Bevölkerung war so entsetzt, und zwar wegen des Baumes in der Lindengasse. Ja. Der hat 70 Jahre gebraucht, um zu wachsen und gesund zu wachsen, und in 5 Minuten war er weg. Wie kann man das in Zukunft verhindern? Was können wir tun als Gemeinde, dass das nicht mehr passiert? Wenn der gleiche Fall, wie der jetzt war, eingetreten ist, kannst du es gar nicht verhindern. Und dieser Baum stand ursprünglich auf Privatgrund. Das heißt, dieser Baum hätte jederzeit vom Besitzer gefällt werden können. Ich glaube auch, dass Bäume zu fällen eine nachhaltige Methode ist, um Ressourcen zu erwirtschaften, wie zum Beispiel Pellets oder andere Dinge. Das heißt, Bäume werden im Wald gepflanzt, abgeerntet und wieder gepflanzt, aufgeforstet. Das heißt, das ist eine Möglichkeit. Der Baum ist dort gestanden und nur damit die Geschichte richtig erzählt wird, es war so, dass die Planung des Landes, die dann hineinging auf die Gemeindestraße, das in ihrer Planung nicht vorsah. Das heißt, diese Straße ging dort drüber und beim ersten Lokalaugenschein weiß das, warum das alles so rasch ging. Es war die Sanierung vom Land zugesagt für diese ganze Bundesstraße und mir ist es immer ein Gräuel persönlich, wenn ich zum Beispiel übers Glacis fahre, da frage ich mich immer, warum ist da jedes Jahr wieder eine Baustelle in Graz. Und ich will das nicht haben in Libok, wo wir alle zum Mitreden haben, und haben wir uns deswegen bemüht, möglichst rasch noch einen Verhandlungstermin zu bekommen, damit im Zuge der Sanierung der Kreisverkehr mitgebaut wird. Das heißt, die Bevölkerung ist ein Jahr mit einer Baustelle belastet und danach ist wieder Ruhe für die nächsten Jahre. Das war der Hauptgrund, warum die Planung so schnell war. Könnte jetzt sagen, man hätte in der Planung schon den Baum sehen können. Ja, hätte man
vielleicht sehen können. Die Planer, die beauftragt waren, haben ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Wie wir feststellen haben, der Baum ist da und laut Auskunft ist die Linde, glaube ich, ein Herzwurzler. Ich bin jetzt auch kein Biologe. Das heißt, es hätte sein können, dass die Wurzeln, oder es war anzunehmen, dort nicht so weit flach weggehen und dann hinunter. Und deswegen haben wir dann auf unsere Kosten der Gemeinde, ja, im Bauausschuss auch besprochen, diese Umplanung um den Baum herum gemacht. Und wie dann der Baum geöffnet worden ist, habe ich am gleichen Tag einen Anruf bekommen, dass da unser Sachverständiger von der Gemeinde vor Ort ist, der Sachverständigen vom Land bei Gott wegen was anderem heraus und war zu Rate gezogen hat, von dem gibt es auch ein schriftliches Gutachten dazu, dass dieser Baum in der Form, wie er dort steht, nicht zu retten ist. Und dann hat es verkehrssicherheitstechnische Gründe, warum auch so ein Baum dort weg muss. Wir haben aber sofort mit dem Anrainer, dem ehemaligen Grundstückseigentümer, Gespräche geführt. Es wird dort möglich sein, auf Privatgrund wieder 1 bis 3, wenn dann alles fertig ist, Linden zu pflanzen. Und unsere Aktion vom letzten Mal mit die 20.000 Euro im Jahr für um 200 pro Baum wird ganz viel dafür sorgen, dass wir viele Bäume kriegen. Wir kriegen auf der herunteren Seite durch die Verbreiterung vom Kreisverkehr, wenn man jetzt hinauffährt, links davon auch die Möglichkeit, 3 neue Bäume zu pflanzen direkt an der Straße. Das heißt, ich glaube, das Engagement von uns allen, und das ist Konsens, wie wir im Bauausschuss öfters geredet haben, dass wir mehr Bäume wollen zur Beschattung, weil wir wissen, das ist fürs Kleinkind immer wichtig, dass wir viele Bäume haben, und das ist uns allen ein Anliegen, dann wird das so sein. Wenn hin und wieder ein Baum, der im Weg steht, sage ich jetzt einmal, ich kann nicht jede Straße umplanen, weil ich kann nicht Menschen enteignen und ich kann nicht Straßen, weiß ich nicht, um Kilometer verlängern, nur um einen Baum zu retten. Und da gibt es hin und wieder sicher auch in Zukunft, obwohl wir alle mit Bedacht arbeiten, die Notwendigkeit, den einen oder anderen Baum, der direkt im Weg steht, es kann auch sein, dass einer kaputt wird und. Es wird immer wieder Gründe geben, warum da ein Baum im Stadtpark drin sind, voriges Jahr aufgrund irgendeines Schädlings, ich weiß nicht, wie viele Bäume abgeholzt werden müssen. Und wir haben uns bemüht, ihn zu retten. Ich glaube, da kann keiner sagen, dass die Gemeinde sich nicht ehrlich bemüht hat, diesen Baum dort zu retten. Und es ist leider nicht gegangen. Und damit muss man auch. Der Grundbesitzer hätte ja schon vor 2 Jahren umgeschnitten. Nein, es geht um die Gemeinde, was die Grundbesitzung, da können wir eben sagen, es geht um uns. Er hat jetzt die Hand nicht wollen umschneiden, vor 2 Jahren haben wir gesprochen, was jetzt dann gemacht. Ja, ist ja traurig genug, gell? Ist ja traurig. Wir müssen ja Vorbild sein, Peter. Gibt es noch Vorbilder. Eine Frage? Ja. Das Geld können wir nicht essen. Wer zuerst? Nein, bitte. Die Parkerbundesstraße bitte heuer noch fertig. Ja, es ist jetzt so, dass wir aufgrund des verschiedenen Ersatzverkehrs, bis jetzt werden nur mehr die Gehsteige gemacht im Moment und die Straßensanierung zwischen den 2 Kreisverkehren kann erst nach dem 8. November vollzogen werden, wenn die Zugverbindungen wieder fahren, weil wir nicht gleichzeitig belasten wollen mit einer Baustelle. Wenn jetzt verschiedener Ersatzverkehr dabei an Wechsel und Anhaltung stehen bleiben muss, dann ist es, glaube ich, ein super GAU in der Beförderung der Passagiere, die jetzt muss uns fahren. Dritten Schiff fahren. Bitte? Der Zug muss nicht am dritten Schiff fahren. Ja, sobald der Zug wieder fahren kann, werden wir das andere in Angriff nehmen. Wie schnell dann die Kirche ist, ist auf jeden Fall, wird es heuer noch fertig sein. Ja. Die großen Baustellen, Bahnverführungen, ja. Sagen wir den Zeitplan? Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, könnte man das auch entsprechend beschildern, dass man vor allem in der Flurgasse die Getreideweg nicht einfallen sollte mit Autos, das auch was nicht? Also ich habe heute extra, auch aufgrund des E-Mails vom Herrn Bagler, das gekommen ist schon vorige Woche, haben wir vorige Woche schon Rücksprache mit der Polizei gehalten, das hat leider heute aufgrund dieser dienstlichen Anspruchnahme erst stattgefunden, die Befahrung der Polizei. Die Polizei hat sich alles dort angeschaut, sie haben gesagt, so eine vorbildliche Beschilderung haben sie überhaupt noch nie gesehen. Trotzdem haben wir aufgrund von Hinweisen heute noch einmal gesagt, wir machen beim neuen Park-and-Ride-Parkplatz, verbessern wir noch einmal die Beschriftung, dass dort quasi jetzt die Anbindung zur Ortsmitte möglich ist. Ich sehe, und es war immer ein Anliegen der Bewohner der Flurgasse, dass dort der Durchzugsverkehr gestoppt werden kann. Das heißt, ich bitte jetzt wirklich alle, denen auffällt, dort steht, wenn man hineinfährt, so eine große gelbe Tafel, wo drauf steht, ich kann nicht durchfahren. Trotzdem gibt es Leute, die fahren dort durch. Also, ich weiß einerseits nicht mehr, was man noch tun soll, und auf der anderen Seite bitte wirklich alle Anwohner, die einen so einen lustigen erwischen, sage ich jetzt, vor allem mit Holzberger oder Deutsch-Landsberger Kennzeichen, die das als Abkürzung nehmen, jetzt die Chance zu nutzen, weil jedem, dem ich jetzt dort eine sage, bitteschön, das ist keine Abkürzung und im Moment kommst du gar nicht durch, fahr
über den Park and Ride Parkplatz, dann wird das vielleicht einer sein, die auch künftig, wenn man wieder durchfahren kann, dort gar nie mehr durchfahren. Das ist jetzt eine Chance, die müssen wir alle gemeinsam nutzen. Nur noch mehr beschildern, wir könnten einen Tunnel hinbauen mit Blumenkisteln, Schlangenlinien, ich weiß nicht, was wir noch tun sollen, aber der Winterdienst muss dann auch wieder fahren. Deshalb müssen wir uns da jetzt hin, haben wir wieder wegkramen. Nur, ich habe wirklich jetzt ganz objektiv den Postenkommandanten durchgeschickt, der hat gesagt, noch besser beschildern kannst du es nicht. Er hat die Tafel ganz vorne an der Einbindung von der B76 noch ein Stück weiter in die Mitte geschoben, damit man es noch besser sieht. Nur ich glaube, wenn es jemand nicht lesen will, dann will er es nicht lesen. Und so wie es mir beschrieben worden ist und wie ich es auch gelesen habe, das E-Mail, ist es ja so, dass die Leute es ja wohl auch teilweise lesen und sie denken, ja, aber irgendwo wird es schon durchgehen und fahren einmal weiter. Und das ist natürlich. Wenn die Beschilderung noch ganz gut ist, unten, du siehst, wie gedacht, wenn du vom Bahnhof runterkommst, in der Form geben Schild, weil da unten wäre es der Rechtsweg, das heißt Weißkanzone. Ja, und aus der Form wissen wir ja, dass vom Bärenfluss die LKWs Wald und weiter geradeaus fahren, nicht an 30 gefahren, von hinten raus rauf, und das ist ein Unfallpunkt. Du kommst vom Bahnhof oben runter? Ja. Ist ein Unfallpunkt? Ja, gebe ich dir recht. Eigentlich wäre es 30. Ist alles weiß. Eigentlich müsste ich dort stehen bleiben. Richtig. Und genau. Und wenn ich das jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, kann man schon gerne diskutieren. Wenn ich dort jetzt aber vorher gegeben verordne vom Bahn- und Park- und Reitparkplatz kommend, dann unterstütze ich quasi das zu schnell fahren wieder, weil ich sage, dann muss er dort wieder stehen bleiben und der andere hat wieder Durchzug. Anderen fahren wir Fahrrad und. Das ist eine schwierige Entscheidung. Absolut. Und eine zusätzliche Beschilderung mit Fahrverbot und so weiter, wie es angerecht war in der Fluggasse. Es gibt gewisse Tafeln, die kann ich als Gemeinde verordnen und es gibt andere, die muss ich mir verordnen lassen von der BH. Bis die Baustelle fertig ist, kriege ich Genehmigung für die Tafeln, die da unten noch zusätzlich gewünscht wurden, sicher nicht genehmigt. Wobei ich es wahrscheinlich gar nicht kriege. Weil wir haben so ähnliche Dinge im Vorfeld schon mal angefragt gehabt. Ja. Ist es beantwortet? Ungefähr. Wie gesagt, wenn irgendwem was einfällt, ich lade herzlich alle ein zu mitdenken, wenn man ein rosa-rotes Schild oder wenn man ein Sonderschild einfällt, ich weiß nicht mehr, was man noch tun soll, außer hinschreiben, man kann nicht durchfahren. Hey, die haben wir ja im Vorfeld gesagt, also vom Bauausschuss her, dass man dort eine Tafel hinschreibt, wo man einfach die Wegführungen aufmalt. Die stellen wir auf die Radlbach-Bundesstraße hin und auf die Burghaus hin. Dieses Schild vermisse ich aber bis jetzt immer noch. Wo du einfach die Straßenführungen in Strichzeichen und drinnen hast, wo du einfach die Verbindung Fluggasse aus mit. Nachliche Darstellung. Genau. Gut, werden wir schauen, dass wir das nachliefern können. Na gut, über das Thema haben wir 4 Wochen oder 5 Wochen vor Baubeginn gehört. Ja, und wir haben es der GKB weitergegeben. Die GKB hat die Großteil dieser Schilder aufgestellt. Auf